Hallo zusammen, ich begrüße euch zum 64. Part von Let's Play Pokémon Schwarz auf Schweizerdeutsch. Ja, in diesem Part mache ich das letzte Top 4 Mitglied. Ja, sie hat Pokémon vom Typ Psycho, wenn ihr vielleicht noch wisst. Ich nehme an, sie fängt mit dem Bronzong an. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die ein bisschen schwieriger wird als der letzte. Aber es sollte schon klappen. Ah, mit dem Somnivora fällt sie ja auch gut. Natürlich jetzt ein Chip-Nachteil, aber Flammenblitz hat trotzdem viel Schaden machen. Ja, gut. Und Hypnose geht zum Glück daneben, gut. Das heisst, ihr erster Pokémon ist auch schon besiegt, super. Okay, also nächstes kommt Metagross. Ja, gegen das setze ich den Froggy ein, weil er Erdbeben beherrscht. Und ja. Ich hoffe, es macht mehr als die Hälfte Schaden. Ja, gut. Ah, Volltreffer. Super. Der hat in dem Fall auch schon besiegt. Ja, gegen Psycho Mega. Ja, ich setze mal Aragog ein. Sollte ich halt gut, also viel Schaden machen mit dem Käfergebrauch. Also das ist sehr effektiv. Ja gut, wieder ein Volltreffer und mit einem Angriff besiegt, super. Ja, gegen Symbolara. Ja, ich setze einfach mal auch Symbolara ein, weil das kann ja Eisstrahlen. Und ist auch vom Level her eins höher. Ich kann mir zwar vorstellen, dass er Spuckball kann, aber Eisstrahl ist sowieso stärker. Ah, er kann auch Eisstrahl. Okay. Habe ich nicht gewusst. Aber ist egal, weil der Horus ist zum Glück schneller. Und ja, es ist besiegt. Gut. Horus erreicht Level 73. Und gegen Morbitesse tue ich wieder Aragog rein. Ich nehme an, ich habe nichts, was sehr effektiv ist gegen den Aragog, aber sonst wäre es auch nicht so schlimm. Ja, schon wieder Volltreffer, super. Dann ist das dritte Pokémon dank einem Volltreffer besiegt. Gut, ja, gegen das Bronzong sind sie wieder der Rolfi. Ist ja gut wie Stahl und Psycho. Ich glaube, ihr letzte Pokémon. Ja, ist ihr das letzte. Gut. Flammenblitz. Ja, das langt sogar mit einem Angriff und ist besiegt. Gut. Sie hat kein Pokémon mit. Das war jetzt auch ein einfacher Kampf gewesen. Habe ich so nicht ganz erwartet. Und ja. Gut. Ich beende hier in dem Fall schon den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.